Ha, Lilo, heute mal ein etwas ernsteres Thema. Viele von euch haben es schon gemerkt und ich hatte ja auch schon vor 3 Jahren die Entscheidung für mich selbst getroffen, damit aufzuhören. Und gut, es hat eine Zeit lang gebraucht. Man meint ja immer, man braucht es noch und man müsste noch mal drauf zurückgreifen. Aber es wurde so langsam Zeit, damit aufzuhören. Also wirklich damit aufzuhören. Vor 3 Jahren habe ich damit begonnen und habe es jetzt letztendlich dann auch geschafft. Und man hat es ja auch gemerkt, ne? Also das ganze System fühlte sich nicht mehr so an wie früher. Es wurde irgendwie alles langsamer, ne? Und man wusste nicht mehr genau, wo alles so hingeht, ne? Diese Inkontinenz, ne? Also diese Unsicherheit, ne? Diese ganze Unsicherheit, die man ständig so hatte. Und es ist ja auch nicht so, als wäre es nicht, als hätte es nicht auf der Schachtel draufgestanden, als hätte es auf der Verpackung nicht draufgestanden und man hätte nicht gewusst. Ne? Genug Leute haben einen gewarnt, nimm's nicht, aber man hat es dann doch immer wieder genommen und man wusste, dass es falsch ist. Ne? Das ist ja schlimm. Man wusste ja, es ist falsch und es ist nicht gut, ne? Und macht einen nicht besser und gut. Ne? Also dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, auf Linux umzusteigen und seitdem geht es mir eigentlich ganz gut und mein System läuft wieder fix wie früher, ne? Also diese Unsicherheit, dass meine Daten weg sind, ne, auf meiner Festplatte, die bleiben schön auf der Festplatte, ne, unten, ja. Und seitdem spare ich auch eine Menge Geld und kann mir endlich wieder Kippen leisten, ne? Das ist wunderbar. Seit ich dann Linux benutze, also diese Unsicherheit mit meinen Daten, ne, wo die hingehen, die haben wir nicht mehr, ne? Seitdem, also was man allein an Geld spart, ist ja unglaublich, ne? Also das ist unglaublich. Alles doch Quatsch. So, Rauchen ist ganz schädlich. So, eigentlich habe ich das Video nur gemacht, weil ich den Desktop-Hintergrund hier gemalt habe und den stelle ich euch mal wieder zur Verfügung. Habe ich mit GIMP gemalt, ne? Mit GIMP und naja, gut, ich habe eine Zigarettenschachtel von mir fotografiert, ein bisschen umgegimpt. Diesmal als XCF-Datei, ne? Damit ihr selber was drin rummalen kann, selber eure eigene Inkontinenz beheben könnt. Ich hoffe, ihr mitkommen zu haben. Bleibt mit freundlichen Grüßen, ach du Scheiße und tschüss.